lauschet den Berichten, gebt Acht, ich fange an. Die 35. Historie sagt, wie Eulenspiegel die Juden in Frankfurt am Main um 1000 Gulden betrog, indem er ihnen seinen Dreck als Prophetenbeere verkaufte. Niemand soll betrübt sein, wenn den listigen Juden ein Auge zugehalten wird. Als Eulenspiegel von Rom kam, reiste er nach Frankfurt am Main. Dort war gerade Messezeit. Eulenspiegel ging hin und her und sah, welches Kaufmannsgut jeder feilbot. Da gewahrte er einen jungen, starken Mann, der trug gute Kleider und hatte einen kleinen Krämerstand mit Bisam aus Alexandria, den er über die Maßen teuer anbot. Da dachte Eulenspiegel, ich bin auch ein fauler, starker Kerl, der nicht gerne arbeitet. Könnte ich mich auch so leicht ernähren wie dieser, so gefiele mir das wohl. Des Nachts lag er schlaflos und dachte über seinen Nahrungserwerb nach. Da biss ihn ein Floh in den Hintern. Nachdem grappelte er eilig und fand etliche kleine Knötlein am Hintern. Da dachte er, das müssen die kleinen Dinger sein, die man Lexulwander nennt, von denen der Bisam herkommt. Als er des Morgens aufgestanden war, kaufte er grauen und roten Zendel und band die Knötlein da rein. Er besorgte sich eine Bank, wie sie die Krämer zu haben pflegen, kaufte sich andere Spezereien hinzu und stellte sich mit seinem Kram vor dem Römer auf. Da kamen viele Leute zu ihm, besahen seine seltsamen Waren und fragten ihn, was er Sonderbares feilböte. Das war eine merkwürdige Kaufmannsware. Sie war in einem Bündel gebunden, wie Bisam, und roch gar sonderbar. Aber Eulenspiegel gab niemandem rechten Bescheid über sein Kaufmannsgut, bis drei reiche Juden zu ihm kamen und nach seiner Ware fragten. Den gab er zur Antwort, es seien echte Prophetenbeeren. Wer eine davon in den Mund nehme und danach in die Nase stecke, der könne von Stund an wahrsagen. Da gingen die Juden beiseite und beratschlagten eine Weile unter sich. Zuletzt sprach der alte Jude, damit können wir wohl weissagen, wann unser Messias kommt, was uns Juden ein nicht kleiner Trost wäre. Und sie beschlossen, dass sie die Ware kaufen wollten, wie viel sie auch dafür geben müssten. Also gingen sie wieder zu Eulenspiegel und sprachen, Kaufherr, was soll, mit einem Wort gesagt, eine Prophetenbeere kosten? Eulenspiegel bedachte sich kurz, fürwahr, wenn ich Ware habe, beschert mir unser Herrgott auch Käufer. Den Juden dient diese Kost wohl. Und er sagte, ich gebe eine für 1000 Gulden. Wenn ihr die nicht geben wollt, ihr Hunde, so geht nur hinweg und lasst mir den Dreck stehen. Um Eulenspiegel nicht zu erzürnen und seine Ware zu bekommen, zahlten sie ihm sogleich das Geld und nahmen eine der Beeren. Eilends gingen sie damit nach Hause und ließen alle Juden, alt und jung, zusammenrufen. Als sie beisammen waren, stand der älteste Rabbi auf, genannt Alpha, und erzählte, wie sie durch den Willen Gottes eine Prophetenbeere bekommen hätten. Die sollte einer von ihnen in den Mund nehmen und dann die Ankunft des Messias verkündigen, damit ihnen Heil und Trost davon käme. Sie alle sollten sich darauf vorbereiten mit Fasten und Beten. Und nach 3 Tagen sollte Isaak die Beere mit großer Feierlichkeit einnehmen. Das geschah also. Als er sie im Munde hatte, fragte ihn Moses,
Lieber Isaac, wie schmeckt es denn? Gottesdiener, wir sind von dem Goi betrogen. Es ist nichts anderes als Menschendreck. Da rochen sie alle so lange an der Prophetenbeere, bis sie das Holz erkannten, auf dem die Beere gewachsen war. Aber Eulenspiegel war weit hinweg und schlemmte tüchtig, solange das Geld der Juden reichte.